Ich habe mich ja als Lehrling damals beworben und die Atmosphäre war sehr gut. Es war eben mein jetziger Chef dort und auch eine Mitarbeiterin vom HR. Ich habe da einen Aufnahmetest machen müssen und bin dann aber sofort angerufen worden, dass ich den Job bekommen habe. Ich habe mich über, ich glaube, karriere.at beworben, dann noch Bewerbungsgespräch gehabt und dann Aufnahmetest. Dann haben sie mich gebeten, Schnuppertage zu machen und dann bin ich eingestellt worden. Wenn man bei uns arbeiten möchte, ist eigentlich wichtig, dass man einfach teamfähig ist, dass man motiviert ist. Und dass man einfach einen netten Umgang miteinander pflegt. Wenn man sich bewerben möchte, sollte man halt schon ein gewisses handwerkliches Interesse und ein Geschick haben. Ganz wichtig ist mir die Ehrlichkeit, direkt auch zu sagen, was man sich so vorstellt. Dann ergibt es sich eigentlich auch aus der Sympathie heraus. Das Fachliche ist teilweise, ja, gerade beim Lehrling noch nicht vorhanden, aber dafür sind wir ja auch da, dass wir als ausbildender Betrieb das dann arbeiten. Also mein erster Arbeitstag im Unternehmen war sehr aufregend. Ich bin überall vorgestellt worden, ich bin durchs Unternehmen geführt worden. Es waren dann die Leute sehr nett und freundlich. Der Onboarding-Prozess bei uns schaut so aus, dass wir im Vorfeld schon organisiert haben, dass sämtliche Zugänge oder eventuell die Arbeitskleidung vorhanden ist. Dann hat man einen Welcome Day, also das ist eigentlich recht cool. Wir haben eine Onboarding-Woche eigentlich auch im Unternehmen, wo aus der gesamten Brauunion die Mitarbeiter an einem Standort die Informationen aus den verschiedensten Bereichen hören und die Brauunion so kennenlernen können. In der Brauunion kann man in vielen Bereichen arbeiten, je nachdem, in welcher Sparte man sich im Beruf wiederfindet. Im Einkauf, im Verkauf, in der Logistik, im Marketing, in der IT. Also wir sind da sehr vielfältig. Bei der Brauunion kann man in verschiedensten Bereichen eine Lehre machen, wie ich zum Beispiel als Maschinenbautechniker, aber auch als Prozesstechniker, Brau- und Getränketechniker unter verschiedensten kaufmännischen Berufen. Wir suchen besonders Leute, die motiviert sind, die Spaß haben an der Arbeit. Die Brauunion sucht immer Mitarbeiter, die offen, aber vor allem ambitioniert und auch selbstständig arbeiten können. Als Tipp für einen zukünftigen Bewerber kann ich eigentlich sagen, wenn man sich einen Job gefunden hat oder eine Position gefunden hat, den man gerne machen möchte, einfach nur bewerben. Mein Tipp für die Bewerbung bei der Brauunion Österreich ist, vielleicht einmal auf die Homepage zu schauen, sich mit dem Unternehmen ein bisschen vertraut zu machen und dann wirklich ein offenes, ehrliches Gespräch zu führen, Interesse am Unternehmen zu zeigen und dann wird es schon klappen.